So, herzlich willkommen zurück. Ups, da kam ich wohl ein bisschen auf die Enter-Taste. Let's go. Ja, da bin ich mal gespannt, ob jetzt das Kompilieren durchgeht oder nicht. Alter, ich habe schon so lange nicht mehr mit CMake gearbeitet, da haben wir die einzige letzte Folge gebraucht, um zu gucken, wo wir also erstmal welche Option wir überhaupt brauchen und dann, wo wir sie injecten. Aber jetzt ist uns zumindest schon mal bei 80%. Mal gucken, ob es auch da bleibt. So, also that's the question. Ach, und ich sollte mir echt mal ein Raspberry Pi 4 zulegen mit ein bisschen mehr Arbeitsspeicher. Das Problem ist halt, die sind aktuell, also zumindest bei meinen Quellen, nicht lieferbar. Also da gibt es halt so gar nichts so. Einfach schon 1,2 Gigabyte ausgelagert. Ei, ah, 13% Auslastung beim Swap. Ein Glück habe ich 8 Gigabyte genommen damals. Da war ich ein bisschen leichtsinnig und dachte mir, bei 128 Gigabyte SSD kann man 8 Gigabyte ruhig opfern. Naja. Schade ist halt leider wirklich, dass Linux nach wie vor bei USB-Devices das Trim nicht zulässt. Das heißt, die SSD läuft jetzt aktuell ohne Trim-Support. Ja. Aber gut. So selten wie ich den Raspberry Pi einsetze, hoffe ich mal, dass die SSD trotzdem nicht allzu schnell stirbt. Außerdem hatte ich dir getrimmt, bevor ich Raspberry Pi OS installiert hatte. Das heißt, alle Datenbereiche, die noch nicht benutzt wurden von Raspbian, sind halt auch noch alle getrimmt. Das heißt, die SSD hat noch genug Puffer, um da einigermaßen gut zu agieren. Außerdem ist es sowieso eine super langsame SSD. Ich glaube, da ist es egal, ob die getrimmt ist oder nicht, die ist oder so langsam. Also, pff. Ist so eine OEM-SSD von einem Pre-Built-PC. Also so ein Thin-Client. Und ja, der hat halt die SSD drin und die hat der hat nicht mal DRAM-Cache. Die hat halt gar nichts. So, tja. 84%. Dann schalte ich mal die Kamera wieder ab und ein bisschen Entspannung, ne?
So. Da ist er jetzt mittlerweile fertig. Und schwupp. So. Okidoki. Dann müssen wir mal gucken. Hey, wo ist meine Kamera? Kann ich nicht gerade? So. Okidoki. OBS ist, also zumindest kompiliert. Jetzt müssen wir jetzt noch dieses Install machen. Let's go. Und dann bin ich mal gespannt, ob OBS dann auch durchstartet. Also kompilieren wir zumindest, soweit ich jetzt erstmal hier überflogen habe. Ach ja, müssen wir wieder als. Das müssen wir wieder als Sudo machen, dies ist das Ananas. Da habe ich jetzt erstmal keine Fehler gefunden. Gut, das hätte ja auch abgebrochen. Ne? Sieht also soweit gut aus. Wow, wow, wow. So, dann bin ich ja mal gespannt. Jetzt neue Konsole. Den ganzen Kladderadatsch minimieren wir mal. Du kannst sowieso weg. Dich brauchen wir nicht mehr. Hallo? Da. Beenden. Wieso gibt es kein Dropdown-Menü? Naja. So, du kannst weg, du kannst weg. Du kannst auch weg. So. OBS. Meine letzte GB, meine Supporter, Graphic Driver, may need to be updated. Ach ja, da war ja genau, da müssen wir ist gleich. Ach, OBS. Das da. So. Oh. Okay. Wir wollen für das Aufnehmen, ob die eigentlich brauchen wir fast gar nicht weg. Wir müssen halt eh manuell anpassen, die passen. So, jetzt wird es nämlich spannend. Als allererstes, also OBS startet schon mal hoch, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Dann schließen wir es aber jetzt nochmal. Und jetzt schließen wir mal an den Raspberry Pi und noch eine von meinen wunderschönen Kameras an. Warum geht dieses Bild immer so kurz schwarz? Ist das der Raspberry Pi oder ist das die Capture-Karte? I have no idea. Ich packe einfach mal hier auf dem Bildschirm auf. So, dass sie mich schon schön einigermaßen anlächelt. Habe ich so ein schönes Seitenprofil. So. Und das Ding kommt jetzt hier mit in den USB-Hub. Ich bin übrigens froh, dass mit dem USB-Hub so gut funktioniert. Das scheint ja echt perfekt zu funktionieren. So. Okidoki. Speicherzugriffsfehler. Lol. So. Wer macht denn hier schon wieder eine Szene? Video von Linux. Video von Linux. Da. Aufnahmegerät existierendes hinzufügen. Ne, genau. Nennen wir das Ding einfach mal Kamera. Kamera. Okay. So, und da müssen wir jetzt müsste die Dinge sein. Okay. Was? Attempting to open more than 60 video devices? The fuck? Eigenschaften. Oh. The fuck? Na gut, beenden wir mal kurz. So, Unterhaltung. Quick Video Fall 2. Was ist jetzt was? Also. Genau. Ach so, weil die ganzen internen Devices alle anzeigt. Ah, okay. Genau, wir brauchen 0 und die 2. 0 müsste immer noch die HDMI-Capture-Karte sein. Genau. Ach ja, der hat auch wieder zurückgesetzt. Okay. Und die 2 müsste dann jetzt eigentlich die Videokamera sein.
So. Probieren wir mal mit 720p. Das klappt sogar. So, muss ich hier noch die komischen Dinger hochschieben. Ja, das funktioniert gut. Konnichiwa. Okay, das klappt. Das heißt, das funktioniert auch schon mal. Hier sieht man hier natürlich diversen Stuff von mir. Ist nicht alles aufgeräumt. Oh, hier sieht man sogar meine Hatsune-Miku-Sachen. Und meine Detektivkonnentasse. Und meine perfekte Ordnung. Ja, okay. Also das klappt schon mal. Also schon mal gut. Das heißt, mit 720p allgemein kommt der Raspberry Pi schon klar. Das Problem ist also bei der anderen Capture-Karte eher, dass einfach die Capture-Karte entweder zu wenig Strom bekommt für 720p oder I don't know. Gut. Das heißt aber. Hallo? 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 Bin der Zwing. Interessant. Also ganz so gut scheint es noch nicht zu funktionieren. So. Ah, jetzt zeigt er sie auch an. Okay. Gut, dann machen wir jetzt gleich die nächste Quelle. Das wird dann wahrscheinlich auch wieder abstürzen. Das Ding nennen wir HDMI Capture. Okay. Ja, und schon bricht er wieder ab. Weil alles stirbt. Boah, Alter. Ja, das sind nämlich die ganzen Dinger hier, die sind alles irgendwelche internen Ports. Ja. So. Okay. So, dann melden wir das nochmal. Starten OBS wieder neu. Aber der jedes Mal dieses Speichersegment-Dingsterbumster-Fehler, ne? So, jetzt HDMI-Kamera aus. Also. Die funktioniert. Gut, erstens, warum sind die beide falsch benannt? So, Kamera ist nicht die Kamera. So, ich glaube alles hier auf 27p. Das ist egal. Das ist eigentlich auch so in Ordnung. Puffern, so wollen wir nicht machen. Ja, let's go. Und hier haben wir jetzt Auflösung 27p. Puffern benutzen nicht. Okay. So. Was ist hier das mit diesen 700? Die Angaben kenne ich ja gar nicht. Lol. So, beenden. So. Kamera weg. Aber HDMI Capture macht er immer noch nicht. Warum nicht? Dann probiere ich mal hier auf 800 runter zu gehen. Okay. Jetzt ist wieder vertauscht. Fuck? Eigenschaften. Ah. That's better.
So, Eigenschaften. Und du wirst bitte diese Kamera. Macht aber nicht, aber immer nur eine von den beiden. Okay. Oh. Ja, jetzt ist mir der USB-Bus abgestürzt. Okay, das ist ja interessant. Dann setzen wir kurz die Capture-Karte zurück. So. Ja. Boah, Alter. Okay, also zweimal, also zwei Video-Devices gleichzeitig. Ja, ich meine, dass die Bandbreite nicht ausreicht, kann eigentlich nicht sein. Läuft ja beides über USB 3.0. Von daher. So, mal gucken hier. Das läuft noch nach wie vor. Dein neues Fenster. X-Wendware. Ob das klappt. Das klappt auch nicht. Eieieiei. So. Ich schalte mal meine Kamera ab und dafür die Capture-Karte ein. Okay, das klappt. Das ist ja. So. Genau, jetzt captured er zumindest das Bild. Mit wie viel FPS auch immer. Mal gucken, Eigenschaften. Nur mit 10. Das ist ja echt ein bisschen wenig. Das kann natürlich hier am Codec liegen. Ich mach mal kurz hier. Ja, jetzt ist nämlich ein bisschen nicht mehr. Da reicht aber 30 aus, beziehungsweise wir lassen es einfach auf unverändert. So, schon ist das Ganze wesentlich schneller. Okay. So, das heißt, wenn ich jetzt OBS hier rausschiebe, ich lasse einfach mal hier so. Ja, das ist doch schon wesentlich besser. Okay, das klappt. Jetzt muss ich nur dafür sorgen, dass er beide Geräte gleichzeitig akzeptieren kann. Ich versuche jetzt mal etwas, was super dumm sein könnte. Und zwar meine Kamera, komm raus, direkt in den Raspberry Pi zu stecken. Mehr als dass die Hölle losbricht, kann nicht passieren. So viel Kabel hier. So, okay, Maus funktioniert noch, das ist schon mal sehr gut. Nein, das braucht man nicht. Was? OBS. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er jetzt tatsächlich auf beide Geräte gleichzeitig zugreifen kann. Ja, so kann er auf beide Geräte gleichzeitig zugreifen. Okay. Das heißt, die beide können nicht über den Hub laufen. Also, ich meine, am Hub kann es nicht liegen, weil an meinem Host-Rechner laufen über dem Hub aktuell auch bis zu drei Kameras. Also, das läuft auf jeden Fall. Sondern da muss scheinbar wirklich die Bandbreite vom Raspberry Pi nicht ausreichen. Was mich aber wundert, weil die vier Schnittstellen am Raspberry Pi sind ja intern sowieso an einem Controller dran. Weiß ich das natürlich nicht, wie der Strom verschaltet ist. Egal, auf jeden Fall können wir jetzt. Jetzt soll das Ganze also funktionieren. So. Das heißt, jetzt haben wir in OBS sowohl den Bildschirm als auch die Kamera. Das ist geil. Denn jetzt können wir nämlich in OBS alles konfigurieren. Das heißt Einstellungen. So. Ausgabe.
Wir wollen, nee, bei Video, genau. Basis ist 1280, genau. Ah, guck mal, jetzt, das ist ja bei der OBS-Version, die ich bei meinem Hauptrechner habe, nämlich noch nicht so. Da kann man hier trotzdem auswählen, welche skalieren man möchte, obwohl die beiden 1 zu 1 das gleiche sind. Okay, so, 30 FPS reicht vollkommen aus. Mehr, da explodiert sowieso die CPU beim Encodieren. So, und jetzt kommt nämlich das Entscheidende. Ausgabe. Wir wollen aufnehmen nach HomePie, sagen wir mal, Videos. Nicht Vorlagen. Goddammit. Videos. So. Machen wir noch einen neuen Ordner. OBS. Choose. So. Wir wollen. Kann man hier nicht bearbeiten? Hä? Wieso gibt es kein Benutzer definiert? Weiter. Ach so, hier, erweitert. Ah, okay. So, Aufnahme. Jetzt, ach, nochmal. Lalala, Videos, OBS, let's go. So, wir wollen. MKV ist in Ordnung. Encoder. Ah, da hat er leider auch nur die beide. Das ist natürlich definitiv keine Option. Da explodiert der Raspberry Pi. So, wir wollen MKV X72. Ausgabe umskalieren brauchen wir nicht. Was wir brauchen, ist das hier unten. Dann machen wir Constant Bitrate oder Constant Ratio Faktor. Ich würde mal fast sagen, wir machen lieber Constant Bitrate. So, und die lassen wir erstmal darauf. Naja, ich wollte runter scrollen. So. Und hier machen wir super fast. Profile machen wir nix. Und das sieht gut aus. Übernehmen. Okay. So, schon passen die beiden Kameras nämlich direkt rein. Ja, und dann gucken wir mal in der nächsten Folge, wie man jetzt, ob man damit tatsächlich Sachen aufnehmen kann. Und wie gut die Performance ist, wenn wir gleichzeitig auch noch meinen Test spielen. Das wird ein Spaß. Auch wenn ich nicht gedacht hätte, dass wir bis hier 4 Folgen brauchen, um überhaupt zu dem Punkt zu kommen. Das war so eigentlich nicht geplant, aber gut, ist halt so. Bis dann.